Was machst du da? Ich soundchecke hier ein bisschen. Ich hab mich angestellt. Das ist mein Job, euch zu nerven. Was? Herr Schulz? Wie geht's dir heute? Gut, und selbst? Ja, auch. Ja, es macht echt Spaß. Macht Spaß? Ja. Was tust du da gerade? Ja, ich verändere das Becken ein bisschen. Aber du hast doch ein gutes Becken. Spaß. Obwohl, das ist echt ein schwieriger Job. Drummer, werdet nie Drummer. Yeah. Welches deine, Steve? Die da sind von Jaco. Die hässlichen halt. Ne? Und die zwei hier, die sind von mir, einmal Bass und die Gitarre, die schönen Teile, weißt du? Das ist geil, Mann. Ja, okay. Rutscht aus dem Bildrand des Displays, bunte Fixsterne, bilden die Pixel meines Sichtfelds, Beta-Version. Wenn man so ein Experte ist und sich vom Auftritt nochmal schön in den Finger cuttet, ja, der hat Glück, dass es Erfindungen wie Sprühpflaster gibt. Ja. Das werde ich mir jetzt auftragen. Und damit herzlich willkommen zu diesem Do-It-Yourself. Habt ihr Bock aufs Konzert eigentlich? Ja. Von woher kommt ihr? Nee, aus Berlin. Und du? Ich bin auch aus Berlin. Du kommst auch aus Berlin? Nee, ich komme aus Köln. Aus Köln? Ja. Extra hergekommen? Ja. Freust du dich aufs Konzert? Auf jeden Fall. Bist du schon mal hier gewesen? Ja, bei der Ausstellung. Bei der Ausstellung? Ja. Wie viele Leute waren schon bei der Ausstellung hier? Alle. Alle, ne? Ja. Das sind diese Hardcore-Fans. Future stellt aus. Wart ihr da alle schon mal? Nein, nicht. Na, seid ihr heiß aufs Konzert? Ja, sehr. Freut ihr euch? Ja, total. Wo kommt ihr her? Aus Berlin. Berlin, cool. Wart ihr schon bei der Ausstellung dabei? Nee. Wart ihr schon bei Future stellt aus dabei? Keine Zeit, aber jetzt. Jetzt geht's ab. Ja. Aber Davis Schulz ist gerade am Schlagzeug, ne? Ja, wird schon werden. So eine Indie-Kuschel-Rock-Scheiße. Hi, ist Einlass jetzt gerade, ne? Keine Ahnung, ja. Ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Sag mal, was geht? Flo. Ja, was geht, Mann? Ich bin jetzt hier Backstage. Davis, hast du deine Medikamente genommen eigentlich? Oder? Noch nicht. Noch nicht. Seh ich in deinen Augen. Okay. Ja, und ansonsten ja. Stehen wir hier drum rum. Ja, wo brauchen ist ein bisschen Luft so. Wo ist das Kamerateam? Ja, die Leute sind doch unter deiner. Bist du nicht das Kamerateam? Also, ich bin das Kamerateam. Will ich gerade sagen. Was? Nö, keine Ahnung. Eigentlich sollten die hier sein. Sie sind an der Bar. Oh, Leute, ganz ehrlich, ich bin einfach viel zu am Arsch. Lass jetzt einfach chillen. Hey Jako, wir sind in diese ganzen Arschlöcher hier im Backstage so. Sind ihr? Alter, was macht die ganzen Arschlöcher eigentlich hier im Backstage? Hey, meinst du was mit dem Dicken da? Meinst du mich? Hey, beleidige Davis nicht so. Alter, was ist denn da? Junge,
Nur weil ich ein paar Pfunde zu viel hab, oder? Verschiss dich aus dem Scheiß Backstage, okay? Hast du was gegen Ricky oder das Alter? So fett bin ich auch nicht. Bin ich fett? Vielleicht ein bisschen, Alter. Jako, jetzt nicht ausflippen. Das ist nicht professionell für dich. Halt deine Fresse. Wir brauchen Making-of-Material. Der Gig ist wichtig. Jako, können Musik machen. Ich glaub nicht! Oh, okay, Jako, du bist jetzt kurz ausgeflippt, aber geht's dir jetzt wieder besser? Oder ist es. Wie gehst du jetzt mit dem Druck auch um, allgemein so? Kein Druck mehr. Okay. Kein Druck mehr. Okay, ich alles bin klar. Der Größte. Das war eine geile Szene, Mann, Jakob. Danke, Mann. Shisha! Kann es eigentlich sein, dass dein Kamerabild die ganze Zeit zu dunkel ist, Flo? Wenn das Video danach scheiße aussieht, ich schwör dir, ich kack dir in die Linse, Mann. Du siehst ein bisschen aus wie Kylo Ren. Ich bin Kylo Ren. Hey, Kylo Ren! Jetzt kommt echt Star Wars. Jetzt ist Star Wars. Jetzt ist Star Wars. Also der sieht ein bisschen aus wie Han Solo. Hä? Ich finde, sie haben es schaust gemacht. Achso, nee, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Als die alten Teile, dass du die ganze Zeit... Also, woo! Hey, Band, sind wir soweit? Machen wir noch einen coolen Kreis? Ja, Mann. Wir machen Gruppenkuscheln jetzt, Leute. Okay. Leute, Mann. Mann, Davis, hör doch mal auf, den anderen die Show zu stehlen. Oh shit, Alter. Das geht jemandem durch den Kopf, eine Minute vor dem Auftritt. Ich glaube, ich muss schon wieder aufs Klo. Geil, Jungs. Ja, Mann. Los. Vielen Dank.